Herzlich willkommen bei Radar in Aktion. Heute und ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich befinde mich hier bei endlich sommerlichen Temperaturen draußen in Wachtberg Philipp vor unserem Institutsneubau, der letztes Jahr bezogen wurde. Mit diesem Bürogebäude wurde auch gleich eine große Entwicklungshalle gebaut. Die ist direkt vor mir. Das sehen Sie jetzt auf dem Drohnenbild. Ich winke Ihnen mal, dann sehen Sie die Halle und dass es auch wirklich ein Live-Bild ist. So, und in dieser Halle wurde ein ganzer der Forschungsinvestitionen für unsere Kompetenzen in der additiven Frequenzkomponenten stark ausbauen. Doch was ist der Vorteil der additiven Frequenzkomponenten? Können wir jetzt in welcher Qualität schneller und kostengünstiger herstellen? Mein Kollege Alex Holkebrudt wartet schon in der Halle, um Ihnen diese Fragen zu beantworten. Dann schalten wir doch mal rüber. Alex, leg los. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Scheuchelbrot. Ich bin ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer FHR in der Abteilung ESS. Und heute möchte ich Ihnen gerne einen sehr interessanten Vortrag über Einsatz von additiver Fertigung im Hochfrequenzbereich erzählen. Ich habe additive Fertigung bzw. 3D-Druck habe ich immer assoziiert mit der Aussage von Charles Darwin. Nicht die stärkste Spezies, die überlebt. Auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die sich bereit ist, anzupassen. Und genau diese Flexibilität gibt uns Fertigungsverfahren. 3D-Druck gibt uns also diese Flexibilität. Genug philosophiert, ich habe mir ein schönes Plätzchen hier in einem unserer Drucker ausgesucht. Ja, ihr habt also richtig gehört, ich sitze in einem 3D-Drucker. Und wie man so sieht, dieses Thema additive Fertigung ist viel größer, als man sich so vorstellt. Und tatsächlich, dieses Thema ist zu groß. Wenn ich also auf die einzelnen Fertigungsverfahren angehen würde und die in Details besprechen, würde das alle zeitlichen Rahmen meines Vortrages sprengen. Deswegen werde ich nur über die Verfahren referieren, über die wir auch also hier in der 3D-Druckerhalle verfügen. Und das wären Fuse Filament Fabrication, oder abgekürzt FFF, Selective Laser Sintering, SLS oder Selective Laser Melting, abgekürzt SLM. Die erste Maschine, die ich also gerne Ihnen vorstellen würde, ist genau der 3D-Drucker, wo ich eben gesessen habe. Dieser 3D-Drucker gehört zu der Familie FFF-Maschinen. Diese FFF-Maschinen sind relativ einfach aufgebaut. Wir haben einen drahtförmigen Kunststoff, wird auch also Filament genannt. Diese wird zwischen zwei Rollen in einen Thermoblock eingeführt, wird zum Schmelzen gebracht und über die Düse extrudiert. Der Extruder, also der Druckkopf, wird auch also von den Schrittmotoren in XY-Richtungen bewegt und fährt die Konturen unseres Bauteils ab. Ist unser 3D-Druck also mit der Schicht fertig, wird also der Druckbett ein Layer nach unten gefahren und der Vorgang beginnt von neu, bis unser komplettes Bauteil fertig ist. Natürlich ein großes Nachteil ist bei diesem Verfahren, dass wir nicht in der Luft drucken können. Also jeder Layer braucht also eine Unterstützung. Und deswegen, wenn wir so einen Überhang haben, wird das also halb erstarrter Kunststoff wird natürlich unter eigenem Gewicht sich kollabieren. Deswegen verwenden wir entweder aus dem gleichen Material, drucken wir eine Stützstruktur, das den Überhang stützt, oder wir nehmen ein weiteres Material, zum Beispiel PVA, was später mit Wasser gelöst werden kann. Natürlich, also das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Und es ist auch also höher Materialaufwand. Und deswegen, unser 3D-Drucker außer drei Achsen hat also noch zwei weitere, also fünf Achsen. Da wird auch der Druckbett auch in alle Richtungen bewegt, so dass Druckfläche immer orthogonal zu unserem Extruder stehen kann. Somit entfällt die Notwendigkeit also von den Stützstrukturen. Und dadurch können wir also viel präzisere und komplexere Geometrien erzeugen. Dieser 3D-Drucker ist auch modular aufgebaut. Wir haben die Möglichkeit, zwischen
Single Extruder, Dual Extruder mit zwei Materialien umzubauen, beziehungsweise zwischen Filament und Granulat. Granulat ist viel günstiger als Filament, aber auch können wir also zwischen 3 und 5 Achs umschalten. Natürlich im 3 Achs haben wir viel größeren Druckbereich als in 5 Achs. Nur, ihr fragt bestimmt also halt, was hat 1,2 Meter Kubik großen Raum mit Millimeterwellen? Ja, und tatsächlich drucken wir damit also nicht die Komponenten von Radaren, sondern Bauteile, die für Systeme also halt sehr wichtig sind. Zum Beispiel also Messaufbauten. Hier auf der linken Seite sehen Sie also eine Antenne. Diese Antennen können beliebige Formen und Größen haben. Und man kann also nicht eine Halterung dafür erstellen, die für alle passt. Wir können also mit unseren 3D-Verfahren sehr flexibel Halterungen für beliebige Antennen in sehr kurzen Fristen erzeugen. Natürlich wird auch 3D-Druck FFF-Maschine benutzt, um die Gehäuse für die Radarsysteme zu fertigen. Und hier bei dem System sehen Sie, dass ein Radar wird mittels einer Drohne transportiert. Und natürlich, es klingelt, es muss Leichtgewicht sein, es darf nicht viel wiegen. Und dennoch muss es noch stabil genug sein, weil die Landung mit einer Drohne ist nicht immer weich. Deswegen wurde eine Infill-Struktur zwischen den Wänden verwendet, die eine Wabenform ähnelt. Natürlich, also das bietet einen gewissen mechanischen Widerstand, dennoch also die Luftpolsterung in der Mitte dämpft die Stöße. Auf der unteren Seite sehen wir auch ein relativ großes Radarsystem und der obere Deckel von dem Radarsystem wurde mittels additiver Fertigung auch erstellt, aus dem gleichen Grund, um Gewicht zu reduzieren. Bei der Größe wäre ein Deckel aus vollem Material relativ schwer. Das waren aber keine Millimeterwellenkomponenten und für Millimeterwellenkomponenten brauchen wir etwas mehr Präzision und SLS-Technologie bietet uns diese Möglichkeit. SLS-Maschine, unsere Maschine P396, ist also schematisch auch also hier in der Mitte dargestellt. Der Aufbau ist wie folgt. Wir haben also zwei Dispenser, also zwei Dosierplattformen, gefüllt mit Kunststoffpulver. Diese geben also halt Material nach und nach. Dieses Material wird mittels einer Rolle bzw. einer Klinge über Druck Bett aufgeteilt in sehr dünnem Schicht. Dann wird also der Innenraum mittels Infrarotstrahler aufgeheizt, kurz vor der Schmelztemperatur des Kunststoffes. Natürlich, das alles passiert in einer Schussatmosphäre, um Oxidationsprozesse zu vermeiden. Ein CO2-Laser über einen Spiegelscanner fährt die Konturen unseres Bauteils im Pulver ab. Der Laser muss gar nicht so leistungsvoll sein, weil der Inhalt wird ja vorgeheizt. Bei Polyamid sind das ungefähr 173 Grad. Und der Laser macht nur Delta T, um die benachbarte Partikel zum Sintern zu bringen. Wie wir hier sehen, also bei Animation, unser Bauteil ist eingebettet in unbelichtetem Pulver. Und das hat auch eine tragende Funktion. Das heißt, wir können auch Überhänge mit diesem Pulver stützen. Daher benötigt dieses Verfahren keine Stützstrukturen. Und dadurch können wir auch viel komplexere und genauere Komponenten erstellen. Natürlich auch der Durchmesser vom Laser ist relativ schmal. Und die Korngröße erlaubt uns, Bauteile mit sehr geringer Oberflächenrauigkeit zu erstellen. Wir haben also mit diesem System bereits Komponenten bis 240 GHz realisiert. Nun, wie sieht so ein Designprozess aus? Am Anfang drucken wir einen Prüfling, eine Probe, die meistens rechteckig ist und flachwandig. Diese wird dann mit spezieller Vorrichtung und mit Network Analyzer vermessen. Und es werden Parameter wie Permittivität oder die Elektrizitätszahl und die elektrische Verluste oder Verlustwinkel extrahiert. Diese beiden Parameter beschreiben vollständig ein dielektrisches Material elektromagnetisch. Diese Parameter können wir in eine Simulationumgebung laden und eine Geometrie zuordnen. Diese Geometrie, zum Beispiel eine Antenne, können wir mit einer elektromagnetischen Welle interagieren lassen.
Und dann, wenn uns Verhalten passt, wird das einmal gefertigt, gemessen. Wenn uns bei der Messung noch irgendwas auffällt, also wenn dieses Design noch Wünsche offen lässt, können wir mit dem Wissen, was wir gewonnen haben, wieder in Simulation zurückgehen und das nochmal simulieren und nochmal fertigen. Natürlich also diese Fertigung dank der additiver Fertigung erlaubt uns also diese Zyklen kurz zu halten. Und dadurch können wir sehr zeitnah an Prototypen mit gewünschtem Verhalten. Also dieser Ansatz wird auch generatives Design genannt. Einer der Antennen, die wir erstellt haben, ist eine dielektrische Linse. Diese Art der Antenne haben wir in vielen anderen Systemen bei uns verwendet, weil diese A sehr leicht zu designen ist, ist sehr robust und hat eine starke Bündelung. Wie funktioniert also halt so eine Linse? Wir haben die Funktion ähnelt einem Vergrößerungsglas. Wir haben eine ebene Welle und eine Welle breitet sich also in verschiedenen Medien mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. In der Luft breitet sich eine Welle mit Lichtgeschwindigkeit in einem Dielektrikum, in einem Kunststoff, etwas langsamer. Und wie langsam sie sich ausbreitet, bestimmt also die Dielektrizitätszahl oder Permittivität des Materials. Und wenn wir sehen, dass eine ebene Welle an unsere Linse ankommt, trifft der Kunststoff an diesem Punkt am schnellsten. Nach einer gewissen Zeit an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und natürlich durch die unterschiedliche Ausbreitung wird die Welle nach und nach abgebremst. Und wie wir sehen, also wie eine ebene Welle gekrümmt wird. Also der Phasenfront wird gekrümmt und läuft in einen Punkt zu. Genau wie bei einer Linse. Und wenn wir also halt auf der Sonne Licht fokussieren. Dieses Verhalten kann auch also mit einem Richtdiagramm dargestellt werden. Das ist einfach eine Energieverteilung über den Winkel. Natürlich, also wie wir sehen, in der Mitte haben wir also die größte Energiedichte. Nun, diese Antenne haben wir früher mit konventionellen Fertigungsverfahren wie CNC oder Drehbank hergestellt. Natürlich also mit einem größeren Aufwand, also zeitlichen Aufwand. Aber jetzt sind wir in der Lage, diese Linsen in kürzester Zeit in großer Menge sehr günstig herzustellen. Natürlich auch mit verschiedenen Variationen, zum Beispiel unterschiedlichen Öffnungswinkeln. Und dabei können wir auch also die einzelnen Antennen beschriften, sodass wir die auseinanderhalten können. Das ist also halt das große Vorteil an additiver Fertigung. Eine weitere Linse, die wir gedruckt haben, ist auch eine dielektrische Linse. Wir sehen also hier auf dem Bild eine konventionelle dielektrische Linse und eine, die eine sehr interessante Oberflächenstruktur aufweist. Wieso sieht das so aus? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal mit der Natur der Reflexion erstmal uns auseinandersetzen. Eine Welle, sobald die an eine Grenzüberfläche zwischen zwei Medien, sage ich mal zwischen Luft und Dielektrikum, eintrifft. Ein Teil der Welle wird in einen Kunststoff transmittiert und ein Teil reflektiert. Und je größer die Permittivitätszahl ist, desto mehr Leistung wird zurückreflektiert. Natürlich zurückreflektierte Welle wird mit dem Sendesignal, wird interferieren. Und dabei erzeugt es ein Interferenzmuster mit Maxima und Minima, je nach der Phasenlage. Das sehen wir auch also hier. Zwischen unserem Hornstrahler und der Antenne haben wir eine Oszillation. Auch also innerhalb der Linse haben wir eine Oszillation. Das alles natürlich reduziert die Effizienz der Antenne, aber mehrfache Reflexionen können auch bei der Signalauswertung zu Falschzielen, sogenannten Geisterzielen führen. Und deswegen müssen wir also dieses Problem auch behandeln. Wie machen wir nun das? Die Idee ist einfach, also diesen Übergang zwischen Luft und Kunststoff so sanft wie möglich zu machen. Also das heißt, kein Abrupten, sondern wir müssen die Permittivität sukzessive erhöhen. Nun ist es also ein Einsatz für additive Fertigung. Wir können einfach Fellstellen in Vollmaterial drucken. Je größer ist die Fellstelle, desto mehr haben wir Luft
Und eine Welle sieht Mischpermittivität und natürlich also halt vorausgesetzt, diese Struktur ist viel kleiner als die Wellenlänge. Und genau das haben wir erstellt. Wir haben also drei Layers erstellt auf beiden Seiten der Linse mit verschiedener Permittivität von 1,2 bis 2,5 und haben also eine konventionelle Linse innen drin eingebettet. Natürlich also wurde das alles in einem Schritt gemacht. Deswegen waren diese Reflexionsschichten direkt integriert. Das wäre natürlich eine sehr große Herausforderung für subtraktive Verfahren, die CNC-Fräsen. Und wie wir sehen, Ergebnis, die Reflexion, die Amplitude der Reflexion ist stark abgenommen, sowohl zwischen der Linse und dem Hornstrahler als auch im Körper der Linse. Natürlich im Körper der Linse ist diese Oszillation eingetreten, weil die Welle verlässt den Körper der Linse und stürzt an der gleichen Grenzstelle. Ein weiteres Beispiel, was wir vor kurzem hier bearbeitet haben, einer unserer Kollegen hatte eine brillante Idee, eine Filterstruktur in eine Linse einzubetten. Also ein Filter integriert im Körper der Linse. Wofür wird das gemacht? Übrigens, diese brillante Idee wurde bereits auch also schon patentiert. Was für ein Problem lösen wir damit? Wir haben ein Radarsystem. Und bei vielen Radarsystemen wird ein Signal in unterem Frequenzbereich erzeugt, weil es einfacher ist. Und später in der Signalkette wird das multipliziert. Und das Problem ist dabei, dass Multiplizierer meistens die Welle nicht ausreichend genug dämpfen. Und eine breitbandige Antenne wie eine dielektrische Linse ist in der Lage, auch die fundamentale Frequenz und die zweifache auszusenden. Und als Ergebnis zum Beispiel sehen wir hier ein Ziel, ein richtiges Ziel bei 60 cm Abstand und ein Geisterziel, was gar nicht da ist, bei der Hälfte der Distanz. Nun, die Idee meines Kollegen bestand in Folgendem. Wir bauen Luftkanäle ein und wie wir eben gelernt haben, eine Welle breitet sich schneller in der Luft. Damit erzeugen wir einen Phasenversatz, so dass, wenn die Welle sich wieder im oberen Teil der Linse trifft, die Fundamentale ist gegenphasig und löscht sich aus. Bei zweifacher Frequenz sind die Teilsignale in Phase und werden verstärkt. Und als Ergebnis sehen wir, dass alle Falschziele komplett eliminiert wurden. Das ist ein plakatives Beispiel, was mit additiver Fertigung möglich ist. Wir haben also diese Linse an einem Stück gefertigt. Wenn wir stattdessen subtraktive Verfahren wie CNC-Fräsung genutzt hätten, müssten wir diese vierteln oder in die Hälfte teilen und dann verarbeiten und später verkleben. Und diese Linse wurde auch bei 240 GHz eingesetzt. Jede Klebstelle, jeder Luftanschluss ist sehr gut sichtbar bei diesem Frequenzbereich. Genug über die Kunststoffe geredet, jetzt reden wir über was Handfestes, über Metalle. Wir haben auch also eine Maschine, EOS M290, die ähnlich ist aufgebaut wie eine SLS-Maschine. Wir haben also genauso eine Dosierplattform bzw. einen Dispenser, der Metallpulver nach und nach freigibt, eine Klinge, die in sehr feinen Schichten Aluminium über den Druckbett verteilt und ein Überlaufcontainer, wo übriges Material gesammelt wird. Der Unterschied zu SLS besteht dabei, dass der Inhalt des Raums nicht vorgeheizt wird. Wir arbeiten nur mit einem Faserlaser, der auch also etwas leistungsstärker ist und deren Leistung reicht aus, um die benachbarte Partikel, zum Beispiel Aluminiumpartikel, zu verschmelzen auf dem direkten Wege. So eine Schmelzstelle sieht folgendermaßen aus. Wir haben also hier einen Laser, der auf Pulver trifft und wenn das passiert, wird ein sogenannter Schmelzpool erzeugt. Und dieser Schmelzpool benötigt einen weiteren Layer bzw. Druckbett darunter, um sehr schnell zu erstarren. Ist es nicht der Fall, zum Beispiel, wenn wir einen Überhang haben bzw. eine Steigung steiler als 45 Grad, wird also diese Stelle deformiert und in meisten Fällen wird der Druck einfach scheitern.
Deswegen, obwohl dieses Bauteil im Pulver auch eingebettet ist, ist es notwendig, Stützstrukturen zu erzeugen, um gerade diesen Temperaturabfluss zu gewährleisten. In der oberen rechten Ecke sehen wir ein Video, die gerade zeigt, wie Bandpassstrukturen gedruckt werden, die wir auch auf dieser Folie sehen. Dabei handelt es sich um ein Bandpass-Filter, was in richtiger Hohlleiter-Technik hergestellt wurde. Nun sehen wir auch also hier einen Schnitt. Wie sieht also das innere Leben von so einem Filter aus? Wir haben Iris-Blenden. Das sind einfach Lamellen in unterschiedlicher Länge, unterschiedlichen Abstand. Die Länge und Abstand zwischen Lamellen bestimmt auch, welche Frequenzen durchgelassen werden und welche werden gesperrt bzw. reflektiert. Das war auch unser erster Versuch. Und wie wir sehen, also in den Messkurven, im Sperrbereich wird das Signal sehr stark gedämpft, fast minus 40 dB. Das heißt, das Signal wird um das 10.000-fache unterdrückt. Und im Durchlassbereich, bei der Mittenfrequenz von 100 GHz, wird Signal durchgelassen. Wie wir aber sehen, der Durchlassbereich ist nicht so ganz flach. Das ist darauf zurückzuführen, dass dieser Bandpass aufrecht gedruckt wurde. Und natürlich, wie wir eben gelernt haben, diese Lamellen hatten keine Stützen. Und wir wollten auch also keine Stützen verwenden, weil wenn wir Stützen innerhalb des Ganges beim Hohlleiter hätten, wäre die Welle gar nicht ausbreitungsfähig. Dadurch, weil wir keine Stützstrukturen haben, wurden diese Lamellen an den Spitzen deformiert. Und das können wir direkt in der Messkurve hier auch erkennen. Beim nächsten Druckversuch werden wir diese Irisblenden von beiden Seiten zu führen. Dann können die auch also kürzer gehalten werden. Es wäre auch möglich, die Orientierung des Bandpassfilters im Druckraum zu verändern, um an Erfolg zu kommen. Bei traditionellen Fertigungsverfahren, wie zum Beispiel CNC, wird so eine Bandpassstruktur in zwei Hälften hergestellt und später zusammen verschraubt. Natürlich ist es ein zusätzlicher Aufwand. Also erstmal müssen alle Halterungen vorgesehen werden, designt werden und natürlich treibt es auch Gewicht in die Höhe. Ein weiteres Beispiel wäre ein ebene sektoraler Hornstrahler. Das ist eine Art der Antenne, wo ein Hohlleiter nur in eine Ebene aufgeweitet wird. Dadurch wird also auch eine Bündelung erreicht, nur in einer Ebene. Bei diesem Projekt hatten wir, also die Länge dieser Taperung bestimmt auch die Direktivität, wie stark das Signal gebündelt wird und auch die Effizienz, wie viel Signal wird zurückreflektiert. Je länger ist diese Taperung, desto mehr Signal kann übertragen werden. In diesem Projekt hatten wir extrem wenig Platz. Deswegen sollte diese Aufweitung relativ kurz gehalten werden, unter einer Wellenlänge. Und das wäre ein Problem. Wir haben aber stufenartige Anpassstrukturen verwendet, wie man hier sieht, um die Anpassung zu gewährleisten. Und wie wir sehen, wir konnten also diese sektorale E-Flächenhornstrahler über kompletten D-Band anpassen. Auf dem Bild sehen wir auch zwei verschiedene Antennen, einmal also für 60 GHz, einmal für 120. Und die breiteste Seite der Öffnung, also bei 120 GHz Hornstrahle, beträgt 1,6 mm. Und die Höhe der Stufen nur 600 Mikrometer. Und obwohl bei diesen kleinen Dimensionen ist es uns gelungen, sehr präzise also diese Struktur herzustellen. Auf der anderen Seite sollte diese Struktur auch also mit einem weiteren Hohlleiter verbunden werden. Aber trotz der wellig Oberflächenrauheit von 6 Mikrometer war die Oberfläche zu rau. Deswegen haben wir subtraktive Verfahren, CNC-Fräsung genutzt, um das abzuflachen. Das ist auch ein gutes Beispiel, wo subtraktive und additive Verfahren in einer Kombination uns eine neue Lösung wegbieten. Und zu guter Letzt haben wir auch
zur Abwechslung keine Antennenstruktur, keine Filterstruktur, aber dennoch also ein sehr wichtiges Topic für moderne Radarsysteme, thermales Management. Die Radarsysteme werden zurzeit kleiner und kleiner. Diese werden also halt auf einem einzigen Chip untergebracht. Und natürlich, also diese hohe Integration erhöht, also erzeugt sozusagen Hotspots, die auch gekühlt werden müssen. Und natürlich bringt es nichts, einen großen Kühlkörper anzubringen. Also wir machen, dann wäre es ein Nullspiel. Wir haben also ein kleines Radarsystem und einen riesen Kühlkörper. Das funktioniert so nicht. Deswegen zurzeit arbeiten wir an einem Projekt. Wir sind auf der Suche nach einer Geometrie, die bei gegebenem Volumen größtmögliche Fläche bietet und auch bei erzwungener Konvektion, einfach ein fancy Wort für eine Lufterkühlung, so wenig wie möglich Luftwiderstand bietet. Und einer der unseren Gastwissenschaftler aus Neuseeland befasst sich also mit diesem Thema. Und ich bin also ganz zuversichtlich, dass in näherer Zukunft wir auch also da Erfolge verzeichnen werden. Ja, wie ihr seht, also ich kann also über dieses Thema noch weitere Stunden referieren. Dennoch, wir sind etwas von der Zeit begrenzt, deswegen setze ich hier keinen Punkt, sondern drei Punkte, weil wir haben also sehr viele Projekte noch in der Pipeline. Und ich bedanke mich also schon für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und Interesse. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit für die Fragen. Dankeschön. Ja. Danke, Alex, für den ausführlichen Vortrag. Ich auch Laie bin baff, was man alles schon mit 3D-Druck machen kann und wie kleine und präzise man fertigen kann und vor allem auch, was man dann nicht realisieren kann mit Fräsen. So, es gibt tatsächlich Fragen. Fangen wir mal an mit der Frage, könnten auch HF-Komponenten gedruckt werden für Frequenzen oberhalb von 250 GHz. Ja, ich denke schon, dass mittels unserer Kunststoff-SLS-Maschine können wir auch Komponenten bis 300 GHz fertigen. Bei unserem Metalldrucker mag ich das zu bezweifeln, also zumindest mal Hohlleiter, die wir ausprobiert haben. Also das, was wir also die höchste Frequenz, die wir ausprobiert haben, war bei 170 GHz. Aber nichtsdestotrotz, wir sind also erst im Anfang mit unserer Forschung und ich bin sicher, dass wir auch einen Weg finden, die Strukturen höher als 300 GHz zu fertigen. Ja, sehr schön. So, dann fragt jemand nach einer Oberflächengenauigkeit von der EOS P396 bei 240 GHz Komponenten. Wie groß ist die Oberflächengenauigkeit? Also die Oberflächenrauigkeit war zwischen 15 und 30 Mikrometer. Dennoch das, also eine mittlere Rauigkeit. Dennoch war das, ist es weit unter der Wellenlänge, von daher konnten wir also keine Probleme damit sehen bei den Messungen. Okay. Und der gleiche hat auch nochmal gefragt nach der EOS M290, auch die Frage hier nach der Oberflächenrauigkeit, zum Beispiel bei 100 GHz BP-Filter. Welche effektive elektrische Leitfähigkeit wird erreicht im Vergleich zur DC-Leitfähigkeit? Zurzeit kann ich also die Frage noch nicht beantworten, das haben wir noch nicht vermessen. Okay. So, was haben wir noch? Ja, wie lange dauert es eigentlich, bis solche Antennen gedruckt werden und bis sie fertig sind? Wenn wir schon über Kunststoffe reden, das Material nach dem Druck braucht ungefähr genauso viel Zeit, um abzukühlen, weil das ist in einem heißen Pulver eingebettet und sobald wir eine Komponente auspacken aus diesem Pulver und das rasch abkühlt, kann es deformieren. Deswegen, wenn zum Beispiel ein Druck, sage ich mal, 6 Stunden dauert, müssen wir noch weitere 6 Stunden dauern, bis das Ganze abkühlt. Bei dem Metalldrucker kann es direkt nach dem Druckvorgang rausgenommen werden. Natürlich erfordert das noch weitere Prozessschritte. Da müssen also die Bauteile erstmal von dem Druckbett abgeschnitten werden und eventuell überfräst, wie ich eben gezeigt habe. Okay.
Okay, interessant. So, beim SLM-Drucken ist die Oberflächenrauigkeit von 6 Mikrometer sehr groß. Was kann man dagegen tun? Also tatsächlich ist es ja abhängig, bei welcher Frequenz wir arbeiten. Also bei 6 Mikrometer, gerade also halt jetzt mache ich die Untersuchung, um genau Verlust pro Zentimeter bei Hohlleiter festzustellen. Soweit ich weiß, jetzt gibt's, wir drucken meistens also mit Aluminium. Es gibt auch also ein neues Material, soweit ich weiß, aus dem Hause EOS, auch Aluminiumlegierung, die eine Rauigkeit unter, glaube ich, 4 Mikrometer also halt, bietet. Da muss man natürlich also einiges ausprobieren. Entweder ein anderes Material, andere Druckparameter. Also da gibt es also sehr viele Parameter an dem, was ändern kann. Aber wir drucken zurzeit also mit Standardparameter und mit Aluminiumlegierung. Und bei einer Rauigkeit von 6 Mikrometer mache ich ja gerade also halt die Vermessung, um genau die Dämpfung zu bestimmen. Falls die Interesse weiter besteht, kann ich also immer kontaktiert werden über meine E-Mail und da kann ich also über die Ergebnisse dieser Untersuchung auch das teilen. Okay, danke dir. Jetzt kommt die letzte Frage mal auf Englisch. What is the surface roughness for the sectorial horn before the subtractive process? Yeah, it's actually the same. It's around 6 micrometers. Ah, okay. Hier gibt es noch eine Frage. Warum nutzen Sie keine chemische Behandlung, um die Rauigkeit zu verbessern? Ist also sehr gute Frage. Also tatsächlich wollen wir das auch also verwenden, um die Reflektoren, parabolische Reflektoren herzustellen für höhere Frequenzen über 300 GHz. Zurzeit habe ich aber noch keine Erfahrung damit, deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts sagen. Ja, schön. Danke, Alex. Das waren alle Fragen für heute. Danke Ihnen nochmal für Ihre Teilnahme, die vielen Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Morgen gibt es wieder, wie gewohnt, eine kurze Umfrage. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich wieder die 2 Minuten Zeit nehmen und die 4 Fragen beantworten. Am Freitag erhalten Sie dann noch, wie gewohnt, unsere Präsentationsfolien. Und falls Sie es noch nicht wussten, in circa 3 Wochen wird dieser Vortrag auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die nächsten Vorträge. Nächste Woche gibt es einen englischen Vortrag zum Thema The Horus Project, How Radar Helps to Protect Pedestrians, mit meinem schon hier sehr bekannten Kollegen Dr. Reinhold Herschel. Der letzte Vortrag vor der Sommerpause ist am 15.06. Dann präsentiert mein Kollege Sven Leuss in Deutsch bildgebende Materialanalyse mit SEMI 3.0. Wenn Sie sich also noch nicht angemeldet haben, tun Sie es jetzt. Wir sehen uns nächste Woche. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Thank you.